Taifun oder die Ausläufer davon erreichen langsam Tokio. So, jetzt gibt's Hatze. Das sind Hühnerherzen. Am nächsten Tag fahre ich weiter nach Tokio, das aber nur den Auftakt unserer Reise darstellen soll, auch wenn es die komplette erste Episode dieser Doku füllen wird. Danach werden wir mehr als 3000 Kilometer mit dem Auto zurücklegen und nach Osaka und Kyoto und Hiroshima und Fukuoka fahren, dazu an einigen anderen kleineren Orten Station machen und überall wollen wir Spannendes erkunden und leckere Sachen essen. Wir wollen Großstadtattraktionen erleben und Beschauliches im Hinterland. Und wir wollen mit ganz normalen Japanern reden. Mein Begleiter Max spricht die Sprache fließend. Bis nach Tsushima soll unser Weg führen, einer verschlafenen Insel in der Präfektur Nagasaki, die näher an Südkorea liegt als an Japan. Auf der Rückreise wollen wir die Dünen von Tottori ansteuern und in Shizuoka den Weg von grünem Tee nachverfolgen, vom Feld bis zum fertigen Produkt. Und dann wartet nochmal Tokio auf uns mit all seinen Attraktionen. Dort geht es noch weiter. Wir kehren zurück zum Hikawa-Schrein. Es ist Sonntagmorgen gegen 8. Der Mikoshi-Umzug steht bevor. Weit im Südwesten auf Kyushu hat Taifun Nummer 14 Japan erreicht. Der Taifun droht, einer der heftigsten der letzten 100 Jahre zu werden, und die Ausläufer könnten bald Tokio treffen. Es droht starker Regen. Kann der Umzug überhaupt stattfinden? Die Verantwortlichen des Akasaka Hikawa-Schreins finden, ja. Also wird als erstes der Mikoshi in Position gebracht. Vermutlich muss der Gott erst einsteigen. Denn das heißt Mikoshi, Gottsänfte. Die Miniversion des eigentlichen Schreins dient als Ausflugsvehikel. Hi, okay. Langsam sammeln sich die Uchiko, die örtlichen Gläubigen. Viele tragen Uniformen, die ihre Zugehörigkeit zu einer Schreinabteilung oder Aufgabe verraten. Zum Beispiel Träger oder Baumast zur Seiteschieber oder Zierlampionträgerin. Letztere haben ihre Lampignons sicherheitshalber regenfest verpackt und nicht jede von ihnen scheint der Prognose des Umzugschefs zu vertrauen, das Wetter werde besser als die Vorhersage. Thank you.
Die bereits klatschnassen Schweinträger kommen heran. Jetzt bringen sie doch sicherlich den Mikoshi in Sicherheit und blasen das Ganze ab, oder? Jetzt lass mich rein da! Okay. Ja, kann er nicht, ich kann er nicht.